Kapitel 71. Die Einheit des Zwiespalt. Plot Unbound. Der goldene Sturm umgab alles, was an diesem Ort war. Zwei Parteien standen sich gegenüber, in einer Schlacht um eine Welt fern von der ihrigen. Monatelang hatte Team Polana Watra für den absoluten Frieden gekämpft. Nach dem Sieg über Epsilon schien es alles zum Greifen nah. Nach dem Treffen mit dem Autor wirkte der Frieden vollendet. Doch vieles hatte Aurora opfern müssen. Ihre Träume hatte sie erfüllt, um zu realisieren, dass es sie nicht erfüllte. Das Einzige, was wahrlich noch eine Bedeutung hatte, war geschwunden. Und doch stand sie nun hier, entschlossen wie selten zuvor. Nicht, dass sie eine Welt retten wollte, in welcher sie Glück und Frieden finden konnte. Dafür war es wohl zu spät. Doch immer noch fühlte sich Aurora, als würde sie Kellis schulden. Alleine zur Prüfung dieser Welt. Für den ewigen Frieden wurde er kreiert, litt er, kämpfte er und starb er. Diese Welt, für welche er alles gegeben hatte. Für sie kämpfte Aurora nun. Entgegen stand ihrem Team ein Wesen ohne Geschichte, Willen oder Verständlichkeit. Plot Unbound. Ein Wesen aus der Zwiespalt zweier Mächte. Ein innerer Krieg ohne Sieger. Doch mit zehntausenden Verlierern findet er weiter statt. Tief im Innersten wusste selbst das Monstrum, dass es einen Krieg bestritt, in welchem es nicht siegen konnte. Selbst wenn es siegte, verzerrte, wuchs und kämpfte. Irgendwann wäre all der Plot verzerrt. Und an diesem Tag würde es zurückbleiben. Alleine in einer düsteren Ewigkeit, ohne die Essenz, die es kräftigt. Und doch bleibt der Hunger, die unbändige Gier. Wenn Hass und Reinheit sich begegnen, entsteht eine Einigkeit des Zwiespalts. Eine Gottheit ohne Willen. Eine ungebändigte Macht. Und diese Kontrahenten traten im großen Finale gegeneinander an. Flammen begannen um Plot Unbound zu lodern, als eine Art riesiges Schild und kleiner Sturm. Die Gruppe um Aurora griff sofort an, in der Hoffnung, dass normale Hiebe Schaden anrichten konnten. Und nun, das konnten sie. Doch zuerst einmal mussten sie ihr Ziel finden. Das Feuer breitete sich in einer Art Schockwelle aus und hinterließ Brandspuren auf einem nicht existenten Grund. Während die meisten dem Ring der Hitze entgehen konnten, trafen ihre Angriffe jedoch nicht das Ziel Unbound. Zwar schlugen die Angriffe auf dem seltsamen, halbflüssigen Körper ein, doch sie schossen einfach hindurch, wie durch eine Flüssigkeit. Das dadurch entstehende Loch füllte sich sofort wieder auf. Keine Wunde verblieb. Plot Unbound konnte durch Angriffe verletzt werden. Doch sein Körper stellte sich sofort wieder her. Sofort schoss das Monster durch das Kampffeld, Ecke um Ecke, Meter um Meter. Krallenhiebe an jedem Punkt. Hierbei folgte ihm erneut ein Zug aus Flammen, welche auch die Meter hinter der Bestie zum Hindernis machten. War es möglich, diesem Angriff zu entgehen? Als Marcello definitiv. Der Rest der Gruppe fand jedoch keine Möglichkeit, so dass sie versuchen mussten, den Schaden möglichst gering zu halten. Vor allem Aurora durch ihren Aurora-Schleier. Als Plot Unbound stoppte, aus vollem Tempo ohne Bremsweg, hielt es kurz inne. Wieder schlugen Angriffe auf es ein, jedoch ohne Wirkung. Stattdessen ertönte wieder die verzerrte Stimme. Und doch sprach sie dieses Mal ein Wort, mit welchem Aurora nicht gerechnet hatte. Liebe, was konnte der höchste Schlechter über Liebe wissen? Der Blick seiner nicht vorhandenen Augen brannte erneut auf Auroras Fell, als kalte Luft sich im Maul des Plot Unbound sammelte.
Nur Sekundenbruchteile später erfüllte ein Blizzard den gesamten Raum. Und nicht Aurora war die Auslöserin. Gleichzeitig schienen die Wände des Plot-Tornados um das Kampffeld herum näher zu rücken, mit jedem Moment der Feind ging. Der Feind schien jedoch nicht beeinflusst oder beeindruckt, als er schlicht zum nächsten Angriff überging. Dieses Mal sammelte sich in seinen leeren Augen rosafarbene Kraft eines Psychostrahles. Direkt auf Aurora gerichtet wurde er neutralisiert, als er auf einen mächtigen Eisstrahl traf. Und erneut blieb Plot anbauend einfach stehen. Im selben Moment, in welchem die Wände sich plötzlich näherten, bis sie die Pokémon erreichten. Als Aurora ihre Augen wieder öffnete, fand sich ein unerwartetes Bild vor sich. Ein weiter Sternenhimmel erstreckte sich vor ihren Augen, das ewige Meer unter ihr. Sie saß auf einer Klippe, der Klippe nahe Kira Towns, mitten in der Nacht. Sie spürte, wie ihr Herz laut klopfte, fragte sich, was vorgefallen war. Doch erst als sie ohne ihren eigenen Einfluss, ohne jedes Wollen, ihren Kopf auf einmal zur Seite drehte, verstand sie wahrlich nichts mehr. Denn dort, direkt neben ihr, sah sie sich selbst. Eine Stimme ertönte. Sie selber schien die Quelle zu sein. Und doch war es nicht ihre Stimme. Eine Sache noch, Aurora. Ich möchte, dass du weißt, egal was passiert, auch wenn ich letztlich sterben sollte, es wäre nicht deine Schuld. Gerade als Aurora glaubte zu verstehen, verschwamm die Welt um sie herum. Sie fand sich nun wieder auf der Spitze des Vulkanes. Ihr Kopf dröhnte, ihr Blick wirkte eingeschränkt. War sie kleiner geworden? Vor ihr war nichts als der Abgrund. Ein mächtiger Drang, der sie zwingen wollte, auch nur einen Schritt nach vorne zu treten. Doch ein lautes Geräusch ließ sie aufschrecken. Und auch kehrte sie so in die Realität zurück. Wieder stand Aurora in den Weiten der brennenden Sterne, umgeben von ihrem Team und gegenüber dem Plot anbauend. Sie sah ein schwaches Leuchten, welches von ihr selber ausging. Es war der Plotsturm gewesen. Sie hatte die Fähigkeit des Autors noch. Die Wände waren fort. Ihre Macht hatte sich in der Auserwählten gesammelt. Aurora, Plot anbauend ist schwächer und du hast seine Kraft. Lass uns gehen, schnell. Mit diesem Plot können wir diesen Ort für immer verschließen und Plot anbauend mit ihm. Elementare hatte recht. Der Kampf war gewonnen. Team Polana Vatra hatten, was sie benötigten. Doch die Gedanken kreisten. Diese Erinnerung, das Verhalten des Plot anbauend. Die Kraft, welche sie nun durchfloss, war kein Plot. Es fühlte sich vertraut an und doch so unnahbar. Und dies war der Moment, in welchem sie verstand. All die Kraft verließ ihren Körper. Stattdessen ging sie auf Elementara über, die wie alle Pokémon Plot aufnehmen konnte, jedoch nicht, wenn er als Angriff genutzt wurde. Sie blickte die Plotkriegerin verwirrt an. Wenn ihr gehen wollt, dann geht! Verschließt diese Welt, aber ich kann nicht wieder fliehen! Ich kann nicht wieder Angst haben, nicht noch einmal! Was redest du da? Es hat nichts mit Feigheit zu tun, vor Plot anbauen zu fliehen, um es zu versiegeln. Entschlossen blickte Aurora den Schatten an Elementaras Seite an. Nicht in eurer Lage, aber für mich schon. Endlich verstehe ich alles. Plot anbauend ist mehr als nur Plot und Seelenvirus. Es ist mehr als Plot. Es ist reiner Plot. Sie wusste, all ihre Begleiter verstanden, was Aurora dachte, was sie wollte, wie sie fühlte. Plot anbauend war mehr als ein Monster. Im Herzen war es ein normales, ein gutes Pokémon, geplagt von einem äußeren Zorn und Kräften, welche es nicht kontrollieren konnte. Im Inneren schlummerte, was fähig war, die Liebe zu spüren, von welcher die Bestie gesprochen hatte. Im Kern des Löwen lebte immer noch die Liebe, welche Aurora verloren geglaubt hatte. Ihre Angst hatte dafür gesorgt, dass sie niemals die Worte hatte sagen können, die sie so dringend loswerden wollte. Und nun hatte sie eine Chance.
wenn sie nur ihre Angst überwand. Und diesmal tat sie es, als sie direkt auf den Körper des Plot-Unbound zusprang, inmitten in die Weiten des Plot. Ewiges Blau erstreckte sich um Aurora. Kleine, weiße Punkte erfüllten es und den gesamten Raum um sie herum. In einer ewigen Einöde befand sie sich nun, an dem Ort, von welchem sie dachte, dass die Ferndimension so wäre. Überall an diesem Ort flogen Partikel in höchster Geschwindigkeit umher, Seelenviren und Plot. Während der Plot schlicht strömte, Aurora ignorierend, verfingen sich einzelne Viren in ihrem Fell. Eine schwache Stimme erweckte die Aufmerksamkeit der Plotkriegerin. Aurora. Die Quelle der Stimme war nur Meter entfernt. Kell. Feste lila Ketten erstreckten sich aus dem Nichts und setzten das Akani fest, angekettet an dem Punkt, an dem er war. Sein Blick wirkte trüb, kraftlos, aber doch voller Freude, als er Aurora erblickte. Diese stockte kurz, überwältigt von der Kraft des Moments. Du bist wirklich gekommen. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen könnte. Kell! Ein sanfter Blick beider Seiten folgte, bevor Kell weiter fortfuhr. Du bist endlich hier. Du kannst den Krieg hier beenden. Nach all der Zeit kann ich endlich frei werden. Dann sag mir, wie kann ich die Ketten brechen? Wieder folgte ein kurzer Moment der Stille und ein Blick voller Trauer. Plot Unbound muss sterben. Ich bin das Herz des Monsters, Aurora. Wenn du mich tötest, dann wird der Frieden wahr werden und ich kann frei sein, nicht mehr gefangen in dieser Bestie, die ich nicht sein möchte. Beinahe hatte Aurora bereits vermutet, dass diese Forderung folgen würde. Und doch hatte sie ihre Entscheidung bereits getroffen. Nein, eher bleibe ich für immer mit dir an diesem Ort. Kell zeigte weder Unverständnis noch Zorn. Das kannst du nicht. Du siehst den Virus. Wenn du noch länger bleibst, dann wirst auch du eine Gefangene von ihm werden. Eine Gefangene von Plot Unbound. Es stimmte. Mehr und mehr der Viren sammelten sich auf Auroras Fell. Langsam begann es, einen lila Schimmer anzunehmen. Lieber geschieht das, als dass ich dich wieder zurücklasse. Nein, Aurora, du kannst nicht. Vertraust du mir? Überrascht blickte das Akani auf. Natürlich, aber... Dann solltest du nicht erwarten, dass die Plotkriegerin sich an diesen Ort stürzt, ohne einen Plan zu haben. Eher bleibe ich hier, als dich zurückzulassen, aber... Wenn es eine Chance gibt, uns beide zu retten, dann folge ich ihr. Der Sturm der Partikel wurde wilder, als Aurora begann zu sprechen. Reiner Plot und Seelenvirus. Das ist Plot Unbound. Und ohne eines von ihnen kann es nicht bestehen. Kell, wir sehen uns auf der anderen Seite. Der Sturm wurde stärker. All der Plot sammelte sich in einem Punkt. Die Kraft der Plotkriegerin war nicht geschwunden, auch nach der Reformation der Welt. Immer noch beherrschte sie den eingenommenen Plot, konnte ihn aufnehmen, für sich nutzen. Und mit unsagbarer Kraft und golden glühendem Fell fand sie sich so wieder bei ihrer Gruppe. Anscheinend hatten sich Elementara, Epsilon, Darkrai, Shadow, Seraora und Monagoras entschieden, nicht zu gehen. Auch wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten. Und Aurora gegenüber... Plot Unbound war fort. Alles, was blieb, war ein gelbes Akani. Die Augen leer, wie jeder Besessene. Es ist wirklich. Hast etwa an mir gezweifelt, Polar? Lasst uns den Krieg wahrlich beenden. Befreien wir das letzte Pokémon, welches noch gefangen ist. Unwillkürlich wandte und zuckte Kell, scheinbar von einem seltsamen Anfall überkommen. Seine Krallen gruben sich in den Boden. In seinen Augen schimmerte Licht. Nein, du hast keine Macht mehr über mich. Du hast keine Macht mehr über mich. Zusammen mit einem lauten Schrei brach ein wahres Inferno los, doch nach nur Sekunden war es vorbei. Schwer atmend stand nun Kell wieder dort. Jener Kell, welchen Aurora einst verloren hatte. Mit seinem gelben Fell und den schwarzen Augen.
Und auch sie wusste es. Ihr Partner war zurück. Glücklich wandte sie sich an die Gruppe, die ihre Freude zu teilen schien. Dann lasst uns von hier verschwinden und diesen Ort für immer versiegeln. Langsam schritt die Gruppe vor Aurora voran. Sie selber jedoch blieb noch stehen. Kell blickte zu Boden und rührte sich kein Stück. Kommst du? Schwach blickte das Arcani auf. Immer noch einen leichten lila Schimmer in den Augen. Ich kann nicht. Aurora, du hast mich vom Reinplot befreit. Ich kann leben, wie ich bin, aber ich bin nichts anderes mehr als Seelenvirus. Kann ich wirklich verantworten, diesen Ort zu verlassen? Ich bin nicht mehr Kell, ich bin nur noch ein Parasit. Im Enthusiasmus ihres Sieges zeigte das Vilnona wahre Selbstsicherheit. Wir sind mehr als stark genug, um den Virus in Schach zu halten. Und der wahre Kell wäre der Einzige, der jetzt noch an sich zweifeln würde. Komm mit, nach Hause. Immer noch zögerte das Arcani, jedoch blickte er zu Aurora. Ein Blick voller Emotionen. Trauer und Freude mischten sich in den blasslilanen Augen. Meinst du wirklich? Ja, und nun komm. Langsam, offensichtlich etwas geschwächt, schritt Kell voran, an der Seite seiner Partnerin. Monate der Trauer lagen hinter ihr. Doch nun, in einer seltsamen Wendung des Schicksals. Ihre gesamte Familie war wieder vereint und auch Kell war wieder an ihrer Seite. Konnte es ein besseres Ende geben? Nur drei Worte waren es, die immer noch auf ihrer Zunge lagen. Doch wieder, auch in diesen Momenten zögerte sie. Aber heute wusste sie, sie hatte die Zeit, um noch zu warten.